Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2, dem Noobrun, und zwar zur 50. Episode. Oh mein Gott. Wie schnell ist die Zeit vergangen? Unglaublich. Aber gut, wir haben gesagt, wir wollen unsere Waffen upgraden. Und das machen wir bei Macduff. Und schauen, was er so zu sagen hat zu unserer Waffe. Zu unseren Waffen. Wir könnten 3 Upgrades machen. Wobei 2 sind für eine Waffe. Und dann müssen wir schauen, was wir mit den restlichen Seelen dann noch machen. Hier weiter oben müsste eigentlich unser Schwertchen sein. Ah, da ist es. Dragonlink Schwert plus 2 können wir auf plus 3 bringen. Dann würden wir noch 4 glitzerndes Titanit brauchen. Und dann nochmals glitzerndes Titanit. Vielleicht 5 oder 6 sogar. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen würden, aber... Ja, der Schaden, der wäre eigentlich nicht schlecht dann. 252, bei plus 4 schon. Und dann hätten wir noch unsere helle Bade. Auf jeden Fall für die, die Titanitbrocken nutzen, nicht für die. Weil wir wollen die weiterbringen. Und zwar auf die Maximalstufe. Die maximale Stufe wäre plus 10 bei einer einfachen Waffe. Das machen wir. So, 232 Schaden. Und mit dem letzten bisschen, dafür brauchen wir eine Titanitscholle, wir haben aber 5, bringen wir das Ding auf 350 Schaden und es ist weg. Nice. Scaling, das ist auch nett geworden. Wobei, ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch auf B. Ne? Müssen wir dann schauen. Mastodon, also die meisten Waffen kann man wirklich mit Titanitscherben upgraden. Einige halt nicht. Teilweise denke ich mir auch, ich sollte mal den Kurzbogen mit Blitz upgraden. Vielleicht wird das auch praktisch. Statt einen normalen Kurzbogen zu nutzen. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht. Ich würde eine Titanitscherbe nur brauchen. Ja. Und ich kann das alles ja beim Dingens kaufen. Wobei, gucken wir mal, wie viel haben wir von denen? Ja, 7 Stück, das reicht auf jeden Fall aus für eine Waffe. Oder für eine Rüstung. Waffen von ihm. Ja, ich könnte die Waffen kaufen, wenn ich unbedingt will. Aber muss es nicht. Langbogen wäre vielleicht interessant. Langbogen upgraden. Das wäre in der Tat interessant. Na, Königsdrachenschilder, denke ich auch 100%. 100% physische Abwehr. Den kaufe ich auch. Er ist recht leicht mit 4. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie schwer unser Schild ist. Weil wir können das sowieso hier sehen. Der ist bei 6. Hat aber auch höhere Magieabwehren. Teilweise. Nicht überall. Teilweise aber. Also das wäre dann auch eine Sache, die man sich überlegen könnte. Ja gut, schauen wir uns den Rest dann woanders an. Denk mal. Ja, ich brauche noch ein paar Seelen. Gucken wir uns jetzt unseren Schaden an. Fast 500 Schaden mit der Lebade. Krass. 356 mit unserem Schwertchen. Nicht schlecht. Und 307 wäre die Pyromantieflamme. Nice, 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 nice. Gehen wir jetzt nochmal Jule, gucken dann, wie es aussieht mit den restlichen Sachen. Mit den kleinen Titanitschirmen. Da müssen wir uns hier was kaufen. Wir brauchen eine. Und die hat ja auch die großen dann. Sehr schön. Da hat sie ihren Vater. Hi. Und der kann hier dann den Langbogen verbessern. Und dann können wir gucken, was eigentlich besser wäre. Langbogen müsste ja mehr Schaden machen. Ich frage aber, wie die Angriffsgeschwindigkeit denn so ist. Die Große, die leidet darunter. Ja, wir machen jetzt schon mehr Schaden, obwohl die nicht wirklich auf dem gleichen Niveau sind. Schon mal gut. Das, was ich jetzt machen müsste, wäre halt ein Test in Sachen Geschwindigkeit beim Schießen.
ob wir da wirklich einen großen Unterschied merken. Da steht also ein von Jägern verwendeter Standardbogen und das ist kleiner von Jägern zur Ausbildung genutzter Bogen. Für den Einsatz müsst ihr Pfeile ausrüsten und rüstet Pfeile aus, um ihn einzusetzen. Rüstet bis zu zwei Pfeilarten aus, damit ihr zwischen ihnen wechseln könnt. Trefft Feinde mit Pfeilen aus der Distanz, um euch durch den ersten Treffer die Oberhand zu verschaffen. Ah, da steht dasselbe da. Gut. Das ist halt... könnte man sehen als Eröffnungsschlag oder sowas. Gut. Schauen. Beide 203 Schaden. Momentan. Wobei der Langbogen wird dann im Endeffekt mehr Schaden machen. 1, 2, 1. Ja. Also nicht großartiger Unterschied. Jetzt ist die Frage, wie schaut es mit der Ausdauer aus? Okay, ungefähr dreimal. Ja, eigentlich gleich. Ja, also ich habe keinen großen Unterschied feststellen können, ehrlich zu sein. Askeling schlechter? Ich sehe dasselbe. Aha, ja. Der ist eigentlich in jeglicher Hinsicht besser, nur er ist auch ein bisschen schwerer. Ist ja doppelt so schwer. Interessant. Trotzdem sind wir leicht genug. Ja. Gut. Das heißt, den Langbogen, den kann ich dann in Zukunft verbessern. Momentan habe ich aber leider keine Seelen. Habe ich... Ach du. Ich würde mir das geben. Viel zu viel? Ja, 5000. Egal. So, dann können wir die ja noch weiter nutzen. Wobei... gehen wir vielleicht wieder zu McDuff. Machen das bei ihm. Und sonst habe ich auch noch gesagt, ich würde gern zu Straight gehen. Und zu sehen, was mit den Rattenseelen so los ist. Was wir dafür kriegen würden. Ja, mal schauen. Verstärken. Genau. 3. Und jetzt braucht er dann auch Titanitbrocken. Also ist jetzt auch plus 6. 120 Schaden, genau. Gegen 104. Ist doch besser. Und wenn wir das Ding durchdringen, also Durchdringung drauf tun würden, 72, 72, 84, 84. Das ist die Frage, ob ich das wirklich machen sollte. Feuerbogen, Magiebogen, Blitzbogen. Blutungs- und einen Giftbogen kann man nicht haben. Dafür gibt es Pfeile. Wobei es gibt auch Feuerpfeile. Also, ja. Original wäre vielleicht interessanter noch. Wobei auch die Hellebarde Original interessant sein könnte. Weil da wiederum dann halt auch das Scaling wegfällt. Das heißt, wenn ich da auf einmal sagen würde, okay, ich will nur die Mindeststats haben, die ich halt brauche für die meisten Sachen, die meisten Waffen und so, dann könnte das interessanter werden. Das heißt, ich könnte mit Stärke auf 25 eigentlich runtergehen. Ich brauche keine 30. Vor allem, wenn ich beides dann auf Original tun würde. Nicht mehr Schaden. Weil das Scaling einfach geringer wäre. Und auch nicht wirklich so nötig wäre. Und das, damit müsste ich mich dann irgendwann rumspielen. Für den Moment reicht es so. Noch eine Titanitscholle. Also danke, dass wir so viele Seelen bei ihm ausgegeben haben. Nett. Be gone. Das heißt, ich habe in dem Spiel bis jetzt 6 Titanitschollen gefunden. Krass. Krass, krass, krass. Naja. Was machen wir jetzt? Haben wir gesagt. Straight, 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 straight. Da. Dann schauen wir, was Straight zu sagen hat. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nur, was Gutes. Wobei er wird uns wie immer ein bisschen runter machen, oder? Straighty. Well, this is a most peculiar soul. Very good.
very good indeed. Unusual souls produce unusual spells. Ist doch nicht so gemein gewesen diesmal. Und zwar, was sieht interessant aus? Unheilskönigin Schmelzer. Am besten schaue ich mir wirklich den benutzten Gegenstand da unten an, also die Seele, die genutzt wird. Dann weiß ich, ob es was Neues ist oder nicht. Nö. Hanna nennt mir Skorpionkönigin oder Skorpionin und Ruinenwächter. Die zwei, die geben Zauber rein. Und dann hätten wir hier noch neue Pyromantien. Säureflut und toxischer Nebel. Die Vorhut, die wir als zweites besiegt haben im Rattenvideo, die gibt toxischen Nebel her, was interessant sein kann. Toxischer Nebel ist stärker als der giftige Nebel. Und ihr seht, eine mächtige giftige Nebelwolke. So was ähnliches gab es auch in Dark Souls 1 eigentlich. Also damit kann man Gegner vergiften, wenn man will. Das hätte auch 3 Aufladungen und braucht einen Slot. Der andere Zauber, der 2 Aufladungen und auch einen Slot. Eine Randpyromantie unbekannter Herkunft versprüht eine ätzende Säure. Greift nicht den Gegner an, sondern zerfrisst dessen Ausrüstung. Eine weitere Pyromantie im Geist der Niedertracht. Ja, also recht gemeine Pyromantien, vor allem effektiv halt im PvP, hätte das gedacht. Und wir sehen auch wieder hier, dass königliche Rattenprüfer Mistkerl ist. Oder will, dass die Rüstung der Gegner kaputt geht. Allgemein, die Ratten-Bros, die sind halt ein bisschen gemeiner. Auch im Kämpfen und allgemein. Die nutzen gerne Fallen und Tricksereien und Gift und Versteinerung und. Vor allem dann auch noch Säure, wie sie aussieht. Ja. Gut. Das heißt, wir brauchen Titanitbrocken, um den Bogen weiter auszubauen. Haben wir nicht. Also das glitzernde Titanit haben wir auch nicht. Das heißt, wir können eigentlich wieder Lichtsteinbuch Zeldora gehen. Zum Kapellenzugang. Weil wir waren in der Kapelle und haben dort sowas wie einen Miniboss gemacht, weil ich denke nicht, dass es ein richtiger Boss war. Es gab ja auch keine Seele dafür. Aber irgendein Gegenstand ist gefallen, nur ich erinnere mich jetzt nicht welcher. Von daher kann ich euch auch nicht sagen, ob... Oder ich kann euch den Gegenstand dann nicht zeigen. Wenn ich mich vielleicht daran erinnern würde, dann ja. Können wir uns das ansehen. Ich glaube nicht, dass es hier versteckte Wände gibt, weil diese Wand, die müsste eigentlich sauber sein. Weil die ist doch die Wand, die zur Klippe rausragt. Da soll es denn eigentlich nichts geben. Ah, es gab Wasser. Nur wofür? Haben die Pyromantien eingesetzt? Ich habe nichts bemerkt. Bernhard von Jugo, der hat den Boss und die anderen teilweise irgendwie beschäftigt. Viel Schaden hat er, glaube ich, nicht gemacht. Und ich habe ja viele von den Kleinen zuerst besiegt gehabt und dann bin ich auf die Priester losgegangen. Man weiß ja nie, ob die heilen können. Oh. Geht's also doch hoch. Nein, ich wollte da noch nicht hin. Eigentlich wollte ich mir noch was anderes ansehen. Kann da einfach runterspringen? Interessant. Wer weiß, wo es dorthin führen würde. Wo es uns hinführen würde. Gegenstand? Steckte Tür? Oh. Gut, dann gucken wir hier rein. Man muss wirklich jeden Zentimeter absuchen. Dachboden? Ist Freund oder Feind? Freund. Mensch. Gut. Es geht ein Leuchtfeuer. Viele Gegenstände. Schwindende Seele und Kleinkleriker Parma. Eine schwindende Seele. Schwindende Seele natürlich. Hier sitzt keine versteckten Wände geben, wobei. Skeptikergewürz. Hier vielleicht. Das ist Holz. Aber nein. Das ist nur der halbe Dachboden. Gucken wir, wer das dann ist. Weil Kleinkleriker
Palmer, das sagt mir schon was. Den haben wir doch gesehen irgendwo, oder? Kann man sehen, einfach also diese ganzen Palmas. Kein Kletiker Palmer. Haben wir den nicht sogar zweimal? Nö. Huh. Interessant. Von Kletikern auf Pilgerreisen verwendet. Mhm. Der es ermöglicht, Zaubermittels parieren abzuwehren. Zusätzlich mit Blitz getränkt. Interessant, man kann mit einem parieren Blitz. Also, man kann Magie parieren? Wow. Wurde speziell für zusätzliche Robustheit und ein wenig physische Verteidigung gefertigt. Sieht doch nett aus. Vom Icon her. Ah ja. Wenn ich das so lese, ja. Skeptiker-Gewürz. Kleriker-Parma. Sag mir nicht, das waren irgendwelche Priester, wie die da unten, und du hast die getötet. Bist du selber ein Priester? Du siehst ein bisschen komisch aus. Something seems to be bothering you. Yes, yes, I can tell. It is written upon your face. You have doubts about something you did. I am Cromwell. Regret, anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are. Together, they are the essence of life. Don't you agree? But now, you're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Yes, yes, how tiny and frail are we? But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Now is the chance. Demonstrate your sincerity to me. Cromwell, der Begnadiger. Warte mal. Der erinnert mich irgendwie an den, den es bei den Gargoyles gab in Dark Souls 1. Hieß da Oscar von Karim? War das nochmal sein Name? Es ist sehr lange her, dass ich es gespielt habe. Fast 2 Jahre. Ha. Kann gut sein. Kann wirklich gut sein. Kann uns also entschuldigen. You seek indulgence? Then tell me of your transgression. Your sin has been forgiven. May your contrition be sincere and enduring. Toll, dass ihr das nicht übersetzt habt. Aber ja, wir können uns entschuldigen, obwohl wir nichts gemacht haben, aber zahlen dafür auch nichts. Er kann aber Gegenstände verkaufen. Und zwar weiße Priesterkopfbedeckung, also ein Priestergewand. Interessant, interessant, interessant. Und das ist ein Gewand für Männer. Ganz, ganz wichtig. Und er hat den Giftbissring und den Blutbissring und den Fluchbissring. Fast schon so wie in Dark Souls 1. Das muss eine Reinkarnation von dem in Dark Souls 1 sein. Dunkle Pastillen verkauft auch der. Und dann hat er noch Zauber. Große Heilung, Auffrischung, schmeichelndes Gebet. Ah, auch für Verbündete. Reinigt den Körper und entfernt alle Gifte. Das ist praktisch. Dann braucht man kein Moos. Dann Wucht, explosive Wucht, himmlischer Donner, Durchhaltewillen, vorübergehende Resistenz gegen Statuseffekte. Da Asketen von Lindelt besuchten ferne Länder auf Lehr- und Missionsreisen, kehren aber häufig nicht zurück. Und wir haben ein Asketenleuchtfeuer auch hier gekriegt. Hängt das irgendwie zusammen? Und Lebensreste. Dafür braucht man eine heilige Glocke. Vom Ketzer Navlan entwickelt. Anscheinend. Wir können damit wiederbeleben? Erweckt die Seelen längst vergrabener Toter. Interessant. Ah ja, ich kann kein einziges Teil des Sets kaufen. Keine Ringe. Ich kann nur Pastillen kaufen. Oder vielleicht irgendeinen von diesen Wundern.
Nee. Na, lieber nicht. Anyone can be forgiven, as long as he is sincere. No matter how terrible the sin. Surely, we all deserve mercy. Yes. Ja, und du verdienst dich daran dumm und dämlich, oder? Sehr schön. Anyone can be forgiven. No matter, surely. We must never forget our sins. Interessantes Kerlchen. Ein bisschen aber auch creepy. Ah. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Cromwell. Was für ein Name. Ah ja, wir können entweder hier weiter. Wenn es ein bisschen gefährlich aussieht. Oder wir könnten einfach das Ganze mal auslassen für einen Moment und hier weitergehen, wo unser Leuchtfeuer auch auf uns gewartet hat. Sag mir nicht, hier sind noch mehr Spinnen. Nee, aber Gegenstände. Sand! Seele eines stolzen Ritters. Ach ja. Wir können jetzt eigentlich wechseln wieder zu unserem... Weil es nicht wirklich einen großen Unterschied macht, aber eigentlich macht es gar keinen Unterschied. Wobei, nein, ich bin eigentlich wieder Mensch. Dann macht es einen Unterschied. Die Tür, die war schon offen. War sie schon offen? Von oben, ja, sieht es aus, als ob da eine Tür wäre, aber... Wie macht mir das Angst, wenn eine Tür einfach offen steht? Was haben wir da? Verwelktes Dämmerkraut. Wir haben hier Seile. Wir haben hier Spinnen. Wir haben Gegner. Oh! Zauberer. Stirb! Solche Mistkerle. Hm. Ja, da hätten wir ja hinspringen können. Dann hätten wir vielleicht eine bessere Sicht auf alles. Oh, guck mal. Nicht runterfallen. Nein. Okay, jetzt ist er weg. Hätte ich ihn einfach so attackieren sollen. So. Nein, Steve. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst an die rankommen soll, deswegen schieße ich lieber mit dem Bogen drauf. Können natürlich alles im Nahkampf machen, aber wer weiß, ob man wirklich an diesen rankommt. Ist es eine rote? Eine rote Eidechse? Kann die wohl droppen? Oh. Haben wir hier sonst die erledigt? Ja. Irgendwie würde ich gerne aber auf die andere Seite springen. Ah, das kann ich... Ich kann das von hier. Ich kann das wirklich von hier. Guckt euch den an. Der sieht so dämlich aus. Unglaublich. Aber man kann auch dahin runterlaufen. Auf jeden Fall sollte ich nicht runterfallen. Okay, nach vorne drücken und dann gehen wir weiter. Das ist noch so einer. Mensch, seid ihr lästig. Wobei, an den könnte ich, glaube ich, auch rankommen, wenn ich runterspringen will. Oder... Ah, das Seil hier genutzt hätte, ja. Okay. Da ist irgendwer. He swung at me. Please, lend me a hand. Damn! You're tougher than you look! Mist, wem soll ich helfen? Tipe, der Verrückte, der hat mir ja gesagt, ich soll einem helfen, aber wer war das nochmal? Ich glaube, ich soll Pate töten, weil er ist ein Fan von Creighton. Und ich wirklich ein Fan von Pate, ja, von Pate. Dann versuchen wir Pate zu backstabben. Ja. Attackiert nicht mich.
Ja, wieder Page Bear und seinen Ring. Haben wir aber schon eigentlich einmal. Ein kohlartiges Herz. Serves you right. He was no pushover. Here, take this and go to my bob hole down the way. Zendora Höllenschlüssel. What's there is yours. Just a small token of appreciation. Here, these are for you. Sein Set sieht aber auch sehr nice aus. It did me well. Just take him. You did me well. You did me. Ha, da sieht man ihn auch endlich in voller Pracht. Sogar im Umhang. Interessant, interessant, interessant. Müssen wir wirklich jetzt schauen, wie das Set eigentlich so ist? Creighton's Set. Oder besser gesagt sein Helm. Das hier bei Pates Helm ist auf jeden Fall stabiler, oder nicht unbedingt stabiler, hat weniger Haltbarkeit, ist dafür schwerer, aber hat auch eine höhere Verteidigung. Ungewöhnliche Stahlmaske gehört Creighton dem Wanderer. Ihre Gestaltung ähnelt denen der Ritterorden aus dem im Osten gelegenen Land Mera. Doch einige seltsame Unterschiede fallen auf. Eventuell eine feingefertigte Kopie. Also Creighton ist nicht der, der zu scheinen mag. Ha. Interessant, interessant. Creighton, 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 wer bist du? Oder du heißt vielleicht sowieso Creighton, aber bist wahrscheinlich nicht aus Mera. Vielleicht aus Feurosa? Wer weiß. Können wir uns die Stats anschauen. Außerdem, wir haben ja wieder Pates Speer gekriegt. Wir haben auch eine große Sense gekriegt von den Spinnen. Für die Getreideernte. Aber wo wäre Pates Waffe? Da. Wir haben zweimal Pates Speer jetzt. Wir könnten Pates Schwert, nicht Pates Schwert, Pates Speer auch wirklich doppelt führen, wenn wir wollen würden. Aber da haben wir auch sein Schild einmal. Wo hätten wir das Ganze? Das sind die Sense, das sind die Stats. Pates Speer kennt ihr eigentlich. Das Einzige, was vielleicht interessanter wäre, wäre dann noch ungefähr die Stats für Creightons Rüstung. Ja, hat einiges an Balance, ist auch nicht ganz so schwer, wie es aussieht. Ja. Ja gut. Alle Einzelheiten müssen wir uns, glaube ich, hier nicht ansehen. Ich glaube, ich habe auf nichts vergessen. Auf jeden Fall interessant. Die haben hier ihren ultimativen Showdown gehabt. Na, da geht's wirklich weiter. Warte mal, ich bin von hier reingekommen. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Eine Tür. Oh oh. Und eine Spinne. Toll, die ist jetzt so drin gestorben. Unsichtbare Wände. Nicht unsichtbare Wände. Sichtbare Wände, die aber. Eigentlich sagt man trotzdem unsichtbare Wände. Weil sie in Wirklichkeit nicht da sind. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Gehen wir aber hier trotzdem weiter. Ja, das ist eine Tür. Mhm. Eine Fackel. Und sonst geht's hier nicht weiter.
hier dann? Eine Spinne. Hallo. Sieht aber viel aus. Für eine Spinne. Nein. Mist. Das ist noch ein Dinges hier. Schon zwei von denen verpasst. Titanitbrocken. Wir können auch hier runterspringen oder wir können in dieses Gebiet reinspringen. Creighton hat ja irgendwas gemeint, dass weiter unten wir den Schlüssel nutzen können. Aber nicht direkt hier. Seltsam. Was er nur gemeint hat, ich weiß es nicht. Aber wir brauchen schon ein bisschen länger hier. Wie war es eigentlich von hier? Hab ich nicht kaputt gemacht. Ah, da ist das zweite Gebiet also. Wieder so eine größere Halle. Und da gegenüber gibt es einen Gegenstand. Da auch. Und dort unten. Oh Gott, hier ist es so voll. Das Gebiet selber ist vielleicht nicht ganz so groß, aber es ist recht vollgepackt. Mit vielen schönen Sachen. Ich würde sagen, dass ich einfach mal hier bei Creighton jetzt die Episode beende. Und wir schauen dann beim nächsten Mal weiter, wo wir hingehen wollen, was wir machen wollen. Ob wir überhaupt alle Echsen finden werden und erwischen werden. Echsen sind ja ein bisschen ätzend und schwer zu erwischen, aber wir brauchen sie dann später für einen Komplettrun. Also, wir müssen sie fangen, weil das gehört zu einem Komplettrun einfach dazu. Aber ja, ich hoffe, die Episode war trotzdem interessant. Am Ende wäre noch die Frage, für wen wärt ihr eigentlich? Für Pate oder für Creighton? Hat es euch gefallen, dass ich mich für Pate entschieden habe? Und ja, wie gefällt euch das Set von Creighton? Die drei Fragen. Wenn ihr die beantworten wollt, macht das in den Kommentaren. Sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ja, was glaubst du, wieso sie so selten antworten? Weil du einfach total unfreundlich bist und überhaupt keinen Sinn für Gastfreundschaft hast. Jetzt einigermaßen einen Eindruck vom Sounddesign gekriegt. Sehr Zelda-lastisch. Sehr schön ist. In einem auch Nostalgie weckt. Es müsste ein Boss sein, oder? Benhard ist. Guck mal, wie schön das funkelt.